So, Teil 2 des Präzisionsvideos. Und jetzt kommen Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt wird es richtig trocken. Ja, ich hoffe, es macht dir trotzdem Spaß und ich hoffe, du kannst trotzdem etwas lernen. Und wir sehen uns dann nochmal zum Ende des Videos. Ja, jetzt besprechen wir mal die Ergebnisse. Das Ganze machen wir jetzt einfach mal direkt am Laptop, weil ich muss es eh irgendwo ablesen. Und ja, machen wir einfach mal so. Erstmal müssen wir noch einmal über die Meter pro Sekunde bzw. FPS-Werte sprechen und vor allem über die Bewertung von dieser. Denn erstmal, ich musste die Werte ein bisschen anpassen, die Bewertungen mit den Sternen, weil ich hatte da was mit der Farbskala falsch gemacht. Also jetzt ist es, meine ich, richtig eingestellt. Wenn ihr da einen Fehler von mir entdeckt, bitte sofort anschreiben. Ich irre mich auf jeden Fall gerne mal wieder. Also einfach, ja, einfach anschreiben, wenn da was nicht passen sollte. Dann wird es natürlich sofort behoben. Genau, Farbskala. Der Mittelwert wird hier berechnet, ne? Also das ist mal jetzt der Mittelwert aus allen Teilnehmern, die da getestet wurden. Und der wird dann halt je nach Farbskala bewertet. Bei Vanifit Mira und Expo FMR kommen wir dann kumuliert auf einen Wert von 100 oder im Mittelwert auf einen Wert von 130 FPS und das ist recht hoch. Dementsprechend gibt es hier 5 Punkte. Gogun kommt auf 126,8 FPS im Durchschnitt und das sind dann noch immer 4,75 Punkte. Bei Yak Archery ist es sehr, sehr ähnlich, auch 4,7 Punkte. So, und bei Steamboat, jetzt sehen wir schon ganz genau, worauf ich hinaus will, denn die landen mit 117 FPS bei 3,5 Punkten. Ja, woran liegt das? Das kann man jetzt natürlich hier in der Farbskala wunderbar sehen, ne? Also, diese beiden Pfeile zum Beispiel, die sind ja relativ schnell mit fast 40 FPS, mit fast 40 Meter pro Sekunde. Allerdings sind halt die Kriegs- und die Jagdpfeile der Carbon-Hybrid-Serie mit gerade mal um die 31 Meter pro Sekunde echt langsam und das zieht hier natürlich massiv den Schnitt runter. Deswegen stelle ich jetzt einfach mal die Frage an meine Zuschauer: Macht das Sinn, so wie ich das gemacht habe? Ich glaube nämlich ehrlich nicht. Weil, ja, ne, es geht ja hier um die Meter pro Sekunde Werte mit dem 35er Wurfarm. Und für den nimmst du in der Regel die beiden. Vielleicht noch den dritten, wenn du Jagd meinst, betreiben zu müssen. Aber mit 35 LBS macht das, glaube ich, hoffentlich keiner. Also allgemein macht das in Europa hoffentlich keiner, weil es nicht zulässig. Unter bestimmten Voraussetzungen dann schon, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich würde einfach mal sagen, lasst es sein. Jo. Na, die ziehen einfach die anderen mit runter. Dementsprechend würden wir hier nur auf 3,5 kommen. Wenn man das so berechnet, wie ich es getan habe, dann sind das bei SteamWorld V2 3,5. So, der nächste Teilnehmer ist S und K. Und hier ist es ähnlich tatsächlich. Hier ist es nicht ganz so brutal, weil die haben nicht so heftig schwere Pfeile, irgendwie von 16 Gramm oder so, sondern deutlich drunter. Aber trotzdem zieht das jetzt natürlich hier den Schnitt wieder runter, ne? Wenn wir jetzt nur den hätten, dann wäre das ja sogar, ja, fast der Höchstwert, ne? Nur der Expo FMA Botkin ist schneller. Durch den Mittelwert kommen wir jetzt hier aber nur auf 124 und das sind dann halt nur 4,5 Punkte. Ja, beim Bale ist natürlich durch die extrem schweren Gewichte ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Oder was heißt extrem schwere Gewichte? Aber hier gibt es jetzt halt keinen Pfeil, der das Ganze nach oben zieht, weil er halt leicht ist oder nach unten zieht, weil er schwer ist, sondern wir sind hier einfach konsequent bei 12,3 bzw. 12,32 Gramm. Ja, hier muss ich auf jeden Fall dann dementsprechend 3 Punkte geben. Und für Crossbow-Tuning gibt es mit 121 FPS 4 Punkte. Na, das alles immer an die Farbskala irgendwie angepasst, dass das so irgendwie Sinn macht. So, jetzt ist natürlich das Ding, das muss ich auch beim Bale auf jeden Fall dazu sagen, die Pfeilmanufaktur Bale ist, wie der Name schon sagt, eine Pfeilmanufaktur.
die halt vom Herrn Bale betrieben wird. So, und das ist halt so, du kannst da jederzeit anrufen und der wird dir auch machen, was immer du willst. Ne? Wenn du jetzt sagst, du willst wirklich mit 35 Pfund einen Thorsten Bale-Pfeil schießen, dann wird der das hinkriegen, definitiv. Der wird dir halt einen leichten Pfeil machen können. Ich muss nur echt sagen, ich halte es nicht unbedingt für sinnvoll, einen teuren Manufakturpfeil für die kleinen, schwachen Wurfarme zu kaufen. Dementsprechend habe ich jetzt hier nicht die 35 LBS Pfeile von Thorsten Bale besorgt, aber für einen 55er-Test habe ich mir welche bestellt. Also es werden noch hier zwei dazukommen und zwar sind das dann die für 55 Pfund und gegebenenfalls machen wir da dann auch nochmal bei 35 einen Nachtest. Müsst ihr mal dazu schreiben, ob ihr das wollt oder nicht. Es ist eine Manufaktur, da passt ihr wirklich jeden Pfeil auf jedes Gewicht an. So. Außerdem muss ich auch dazu sagen, ganz wichtig, bevor es jetzt irgendwie heißt, dieser Test ist gekauft, weil, ne, Steamboat hat dir die Pfeile geschickt. Ja, das ist richtig. Steamboat hat mir tatsächlich jeden Pfeil in diesem Test zugeschickt. Und ich habe nichts dafür bezahlt. Gar nichts. Gar nichts. Außer Zeit. ja, das ist richtig. Dementsprechend hat Steamboat den Test finanziert, oder wie? Nein. Gogan hat den Test genauso finanziert. Also Gogan hat mir seine Pfeile genauso zugeschickt. Ich habe von Gogan, von jedem dieser Pfeile, zwei Pakete bekommen. Also auch da wurde ich unterstützt. Von S&K das gleiche übrigens, ne? Also S&K hat mir auch jeden Pfeil zur Verfügung gestellt, was eine Bombensache ist, weil sonst wäre dieser Test gar nicht möglich gewesen. Guck mal, das wären jetzt hier nur, also für die Packungen, für die einzelnen Packungen, nur bei S&K wären das 345 Euro. Deswegen, ich hoffe, ihr versteht das, dass es halt für mich echt wichtig ist, dass ich da auch von den Herstellern unterstützt werde, weil es, ja, ne, das würde sonst einfach den Rahmen sprengen. Ja, Steamboat, halt 260 Euro ungefähr für alle Packen, sind halt nicht so viele wie bei S&K. Deswegen ist das ein bisschen günstiger, aber ja, zum Glück wurde ich da auch unterstützt. Bale, genau das gleiche. Ne? Also vom Bale, gut, das ist jetzt der Preis pro Einfall. Ich habe natürlich von ihm nicht einen, sondern ich glaube 5 oder 10. Nee, 5 pro Kategorie. Und ich habe halt haufenweise von denen auch selber gekauft damals. Ne? Aber für den Test habe ich jetzt natürlich keine verschlissenen genommen, sondern ganz neue aus der Packung. Crossbow-Tuning übrigens auch. Also ich habe im Grunde hat jeder Hersteller seine Pfeile mir zugeschickt. Außer X-Bow FMA und Winifred Mira. Ja, das ist halt, ja, Winifred Mira ist eine Amazon-Marke und bei X-Bow FMA hätte ich sicherlich auch anfragen können. Sicherlich auch, aber da hatte ich halt ein paar auf Amazon bestellt und passt, passt. Bei Yak Archery übrigens, da habe ich ein paar von dem T3-Test noch übrig gehabt. Ein paar hatte ich aber auch neu gekauft. Wo ist denn der Terminator 3-Test überhaupt? Warum ist der überhaupt nicht auf meinem Kanal? Weiß ich jetzt überhaupt gar nicht. Keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Vielleicht findet man einen Hinweis, wenn man sich das zweite Video auf meinem Kanal anschaut. Das wird dann jetzt da oben. Da oben verlinkt. Da oben findet ihr jetzt ein Video, wo vielleicht ein Hinweis dazu ist, warum das Video nicht online ist. Vielleicht, wer weiß, vielleicht auch nicht. Naja. So, dann geht das jetzt weiter mit den Genauigkeitsergebnissen. Warum nicht Präzision? Also der Unterschied Genauigkeit und Präzision, das zeige ich euch mal gerade. Folgendermaßen. Das hier wäre jetzt eine Scheibe, die mit niedriger Präzision und niedriger Genauigkeit beschossen wurde. Also ja. Kreuz und quer quasi. Das hier ist jetzt mit sehr hoher Präzision, aber niedriger Genauigkeit. Das heißt, es wurde immer auf die Mitte gehalten, aber die Kugeln fliegen alle oben links in die Ecke. Es ist sehr präzise, aber weniger genau. Das hier ist jetzt eine niedrige Präzision, aber dafür eine hohe Genauigkeit. Und das hier ist jetzt eine hohe Genauigkeit und eine hohe Präzision gleichzeitig. Das hätten wir jetzt dann erreichen können, wenn wir alle Pfeile immer auf eine Scheibe geschossen haben. Haben wir aber bewusst nicht gemacht, weil ansonsten wären nämlich sch ziemlich schnell die Pfeile ausgegangen. Ne? Weil es natürlich, ja, passiert. Ne? Dann gehen die Pfeile kaputt mit Robin Hood-Schüssen.
Das wollten wir natürlich nicht, weil ja, das ist ja gerade mal der erste Falltest. Machen wir dann bei den anderen Falltesten und später gibt es auch noch eine Robin Hood-Kategorie tatsächlich. Die habe ich neu dazugenommen. Aber jetzt gucken wir erstmal an, wie habe ich jetzt diese Punkte verteilt und ja, ne? Also ihr seht hier immer, erste Runde, zweite Runde, dritte Runde und gegebenenfalls gab es ja noch eine vierte Runde, eine Klärungsrunde, wie jetzt zum Beispiel in diesem Fall bei Gogan. Hier hatten wir erstmal 1, 1, 2. Und später gab es dann aus Kulanz nochmal eine vierte Runde auf die großen Ziele, weil wir ja bei den kleinen wirklich gar nichts getroffen haben. Gar nichts. Und Gogan ist ja auch immer sehr kulant, ne? Deswegen war ich jetzt auch mal hier kulant. So, wir kommen bei Winifred Mira auf einen Präzisionswert. Also, das ist der Mittelwert aus allen Werten, die ich genommen habe. Kommen wir auf 1,83. So. Das in der Farbskala angewendet ist ein dunkles Orange. Und das wäre dann bei der Punktevergabe 2,5. Das hat dann ungefähr die gleiche Farbe. Gauguin kommt im Mittelwert auf 1,13. Das ist recht rot eingefärbt. Dementsprechend müssen wir hier auch eine rote Zahl vergeben, also eine 2. Jack Archery kommt im Mittelwert auf 2. Und das ist dann ein bisschen helleres Orange als noch bei Winifred Mira. Und dementsprechend gibt es hier nicht 2,5 Punkte, aber auch keine 3 Punkte, weil das wäre zu hell. Dementsprechend arbeiten wir hier jetzt einfach mit 0,25 Punkten. Also landen wir bei 2,75. Steamboat landet bei 2,33 im Mittelwert. Und laut Farbskala wäre das dann eine 3-Punkte-Bewertung. So, S und K ist mit den Targetspitzen ja echt sehr gut abgeschnitten. Also wir hatten hier 3, 4, 4, nochmal 3 als Klärung. Und dann hatten wir 3 bei den Kleinen, was echt gut ist, 2 und nochmal 3. Somit kommen wir auf einen Mittelwert von 3, 1, 4. Das ergibt einen schönen grünen Wert auf der Farbskala, aber nicht ganz knallegrün, deswegen sind wir hier bei 4,75. So. Ah, der nächste Teilnehmer ist Pfeilmanufaktur Bale. Hier haben wir 4, 4. Zwischen der einen 4 und der anderen 4 ist uns die Sehne flöten gegangen. Da waren es auf einmal 0. Im Anschluss waren es dann 2. Und bei den Kleinen gab es 2, was nicht schlecht ist. 1 und 1, was auch noch in Ordnung ist. Und so kommen wir auf 2,33. Das heißt, wir haben hier den gleichen Wert wie Steamboat erreicht. Und das gibt dann auch, wie bei Steamboat, auch 3 Punkte. So, und crossbowtuning.com, das war echt eine sehr gute Runde, muss man wirklich sagen. 4, 5, 5, das ist toll. Und dann kommen wir bei den Kleinen auf 1, 2, 2. Und im Mittelwert gibt das 3,17 und somit 5 Punkte. Weil er ist halt einfach wirklich der beste Teilnehmer hier in diesem Ding. Das wäre es soweit zur Präzision bzw. Genauigkeit mit 35. Bei 55 werden wir natürlich die Distanz wechseln, weil wir gehen ja auch auf die Tactical. Und die Distanz mit der Tactical ist immer 5 von 5. Das wäre wirklich witzlos. Also da, nee, das macht keinen Sinn. Dementsprechend werden wir da in den Keller gehen. Und es wird dann da dann halt auf, muss ich mal gucken, welche Distanz. Ich gehe immer ein bisschen weiter zurück, bis ich dann eine Stelle gefunden habe, wo ich halt wirklich nicht mehr alles treffe. Also wo es ein bisschen herausfordernd wird. Und dann machen wir das entweder ähnlich oder echt mit Streukreisen. Da muss ich mal echt gucken, was bei den Streukreisen passiert. Weil es kann halt echt sein, dass ich mir die Pfeile dann zerfetze. Wenn das so ist, machen wir das ähnlich wie hier, also große und kleine. Wenn nicht, machen wir eine Streukreisanalyse. So, und jetzt ist vielleicht der ein oder andere Hersteller enttäuscht, weil es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht die Wunschpunktzahl gab. Ja, das kann natürlich sein. Ich möchte jetzt erstmal auch allen Herstellern und natürlich auch vor allem auch allen Zuschauern nochmal zeigen, wie groß und umfangreich dieser Test wirklich ist, ne? Also wir sind jetzt hier. Hier verteilt ihr die Wichtigkeit, die dir persönlich am wichtigsten ist. Wenn du jetzt sagst, die Auswahl der Spitze ist mir komplett egal, dann trägst du dann 0 ein. Auswahlgewichte, sagen wir mal, ist dir voll wichtig, dann trägst du da eine 5 ein. Wertigkeit ist dir auch voll wichtig, trägst du 5 ein. Verfügbarkeit ist dir komplett egal. Ja, nicht ganz, du sagst mal 1. Und der Preis, weiß ich nicht, du hast im Lotto gewonnen, 0. So, der FPS-Wert ist dir komplett egal,
Weil du, dir ist bewusst, dass die FPS-Werte, die ich ermittelt habe, sind halt kumuliert und dir geht es aber nicht um den gesamten Hersteller, sondern nur um den einen Pfeil. Deswegen trägst du da einfach mal eine 0 ein. Bei Joule auch. So, und Genauigkeit 35 ist jetzt voll wichtig. Dann würde das jetzt so aussehen. Nach meinen Ansprüchen, die ich da jetzt gerade verteilt habe, würde jetzt gewinnen crossbowtuning.com. Und anhand der anderen Farben könnt ihr die anderen Platzierungen erahnen. Wenn ihr euch das natürlich genauer anschauen wollt, dann müsst ihr euch das mal durchgucken. Da könnte man jetzt sicherlich auch irgendwie noch eine Formel setzen, die dann sagt, wer auf welchem Platz ist. Aber ich bin nicht so der Excel-Profi. Deswegen, wenn das einer von euch kann, gerne mal die Formel rüber schmeißen oder auch eintragen und mir dann die Tabelle zur Verfügung stellen. Das geht natürlich auch. Ja, na, so, aber das jetzt mal grundsätzlich. Genauigkeit, sagen wir mal, jetzt ist komplett irrelevant, weil wir wollen jetzt nur schnell schießen und der Preis ist aber jetzt sehr wichtig und die Verfügbarkeit ist auch wichtig. Wir wollen wirklich jetzt morgen, will ich einfach schnell mit der 35er rumballern. Auswahlspitzen ist mir komplett egal, Auswahlgewichte ist mir komplett egal, es geht mir um Preis, um Verfügbarkeit und die Wertigkeit ist mir auch komplett egal. So, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Jetzt ist auf einmal Windowfit Mira ganz weit oben und Crossbow-Tuning sogar relativ schlecht. So, dann würden wir mal als Beispiel sagen, die Verfügbarkeit ist mir scheißegal, ich kann auch warten. Der Preis ist mir scheißegal, ich will nur die Genauigkeit wissen und die Wertigkeit ist mir auch wichtig. So, dann ist jetzt auf einmal Crossbow-Tuning wieder ganz weit oben dabei, gefolgt von S und K. Also ihr seht wirklich, das ist wichtig, dass ihr da die Werte eintragt, weil ansonsten kommt was bei raus, was euch letztendlich nicht interessiert. Was kommt alles noch? Na, weil, wie gesagt, diese Punkte, die ergeben sich jetzt, ja, und jetzt sieht Bale natürlich super schlecht aus und Gogan auch. Aber es kommt ja noch super viel. FPS mit 55 kommt noch. Joule mit 55 kommt noch. Genauigkeit 55 kommt noch. Wie das alles läuft, habt ihr jetzt ja erfahren. Das gleiche auch beim 90er Bogen. Und das gleiche dann auch beim 120er Bogen. Und dann kommt Stock und Stein. Ja. Stock und Stein, was heißt das? Also, wir möchten halt wirklich einfach mal gucken, wirklich Extremtests. Was schafft der Pfeil? Kann man mit dem Pfeil auf ein Stück Holz schießen, auf so eine Platte aus diesem Schrank da. Und was passiert dann? Überlebt der Pfeil das? Kommt der Pfeil durch? Platzt er weg? Ich weiß es nicht. Wir müssen uns das mal angucken. Es geht dabei nicht darum, irgendwie zu gucken, kriegt man damit einen Zombie gekillt oder sonst was. Wer das wissen will, der muss beim Sprave gucken. Das wird es bei mir nicht geben. Bei mir geht es darum, zu gucken, hält der Pfeil das aus und vor allem, was passiert, wenn ich aus Versehen mal gegen eine Wand schieße oder sowas. Also jetzt gar nicht irgendwie im Hintergedanken, ich will zerstören, zerstören, zerstören. Es geht einfach wirklich darum, was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn man mal wirklich daneben schießt. Ne? Überlebt der Pfeil das oder halt auch nicht? Ist die Wand danach im Arsch oder auch nicht? Ja. Stock und Stein heißt, wir testen, wie gesagt, auf diese Holzplatten aus dem Schrank und wir testen auch auf alte Fliesen, die ich noch aus meiner Industriekaufmann-Ausbildung mitgebracht habe. Ist schon ein paar Jahre her, aber die Fliesen halten natürlich lange. Es handelt sich dabei um Bodenfliesen, also um Feinsteinzeug und nicht um Steingut. Oder? Keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied, ist schon ein paar Jahre her bei mir. Vielleicht weiß jemand von euch da noch mehr. Es ist auf jeden Fall so, dass es eine sehr robuste Fliese ist. Also ich versuche mal noch Wandfliesen zu besorgen, vielleicht realistischer, ne, weil eine Wandfliese hast du eher an der Wand als eine Bodenfliese. Ich habe bei mir auch tatsächlich Bodenfliesen auch an den Wänden, aber normalerweise hängen da Wandfliesen. Deswegen, ja, das müssen wir auf jeden Fall testen. Dann in der nächsten Folge werden wir dann die Hersteller in die Pfanne hauen. Ja? Da bin ich mal sehr gespannt auf die Reaktion von dem einen oder anderen Marktteilnehmer, der sich nur den Titel wieder anschaut und vielleicht noch das Thumbnail und ansonsten überhaupt nicht das Video guckt und es einfach mal komplett wegzensiert auf seinen Plattformen, ne? Weil er wird da ja in die Pfanne gehauen. Ne? Abwarten. Also in die Pfanne hauen, ganz klar. Wir schießen halt einfach auf eine Pfanne. Das Ganze habe ich mir beim Reini Rossmann abgeschaut und ich fand es ganz lustig. Dachte mir aber gut, eine Pfanne werde ich jetzt nicht dafür schrotten. Nur jetzt habe ich letztens gesehen, da hatte eine ältere Dame hier aus dem Ort ein paar Pfannen weggegeben, wollte die halt wegschmeißen.
hat sie da für den Schrottsammler vor die Tür gelegt. Und ja, in dem Fall habe ich dann einfach mal selber Schrottsammler gespielt. Ist natürlich abgeklärt mit der Dame, es ist vollkommen okay, dass diese Pfannen beschossen werden. Und im Nachhinein werden sie dann auch dem Schrott wieder zugefügt. Ja. So, als nächstes Gelatine. Gelatine ist natürlich auch wichtig. Für einige, für mich eigentlich überhaupt nicht, aber es ist. Ja, wurde sich gewünscht. Ich habe noch einen großen Eimer Gelatine von Gogan. Dementsprechend ist das auf jeden Fall machbar und machen wir dementsprechend auch einfach. Ja, wir werden aber nicht mit dem, ich sag mal, mit dem deutschen Konzept arbeiten, sondern mit dem FBI-Konzept. Das unterscheidet sich dann im Mischungsverhältnis und dafür gibt es halt nämlich Standardwerte. Habe ich mir sagen lassen. Und wen das interessiert, der kann dann diese Standardwerte vergleichen mit den Werten, die ich erreicht habe. Und kann dann daraus irgendwelche Schlüsse ziehen. Ihr wolltet's wissen, ich mach's. Alles gut. So, und die Haltbarkeit ist natürlich dann ein sehr wichtiger Punkt auch. Wäre natürlich total sinnlos, den Punkt Haltbarkeit ganz am Anfang anzusprechen, wenn nämlich noch der Pfeil gar nicht herausgefordert wurde, ne? Also durch die ganzen Tests ist es natürlich so, es wird ab und zu mal ein Pfeil zu Bruch gehen. Und die Pfeile, die sammle ich mir auch und die werden dann alle schön in dieser Kategorie dann später präsentiert. Aber natürlich ist es so, bei Stock und Stein, beim Pfannentest und gegebenenfalls auch beim Gelatinetest wird es nochmal Anhaltspunkte geben für die Haltbarkeit. Da müssen wir einfach, damit können wir das Ganze einfach ein bisschen beschleunigen. Was passiert unter extrem Nutzungsbedingungen quasi mit dem Pfeil? Ja, und falls wir dann noch keine Ergebnisse haben oder noch viel zu viele Pfeile übrig haben, machen wir einfach mal ein paar ganz mutwillige Robin Hoods. Und das läuft dann halt einfach so, dass ich mich mit der Tactical oder der Compact auf 4,5 Meter stelle und dann alle auf einen Punkt semmel. Also im Grunde das, was sich wahrscheinlich jetzt vorgestellt wurde. Und da wird man auch sehen, warum es nicht gemacht wurde. Weil da gehen regelmäßig die Pfeile kaputt. Also ich habe es mir wirklich abgewöhnt, auf Streukreise zu gehen und immer auf eine Scheibe zu schießen, weil erfahrungsgemäß geht da einfach jeder Pfeil kaputt. Ich habe bis jetzt noch keinen Pfeil gefunden, bei dem das anders ist. Vielleicht haben wir am Ende dieses Tests dann doch einen, der das wirklich kann, der einen Robin Hood wirklich aushält und das immer. Ne? Also nicht irgend so ein Glückstreffer, wo dann nur die Nocke angeschlagen wurde. Aber ja, das zum Beispiel zählt jetzt meines Erachtens nicht als Robin Hood Survivor, weil es ist ja eine minimale Beschädigung. Sondern es geht wirklich darum, wenn der hier so drin steckt, schafft er das zu überleben. Und letzte Kategorie, ist das Ganze dann reparierbar? Ne? Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob das reparierbar ist. Ich werde natürlich mein Bestes geben und nach bestem Wissen und Gewissen die Pfeile dann versuchen zu reparieren und dann halt gucken. Funktioniert das Ganze? Preis-Leistung errechnet sich nun mal einfach aus dem Preis und der Leistung. Und die Leistung ist halt das, was für dich wichtig ist, ne? Also wirklich das, wie du hier eingetragen hast. Und dann setzt du das später im Verhältnis zum Preis und dann kommst du auf deine Preis-Leistung nach deinen Werten, die du haben willst, ne? So. Und ich trage jetzt hier überall noch direkt eine Null. Ha! Hat nämlich gar kein Ergebnis. Alles null. Oh, ihr müsst jetzt aktiv werden und ihr müsst jetzt hier eure Zahlen eintragen. Sonst kommt ihr gar nicht weiter. Das ist so eine tolle Sache, oder? Also müsst ihr euch Gedanken machen. Echt so ein umfassendes Projekt, ey. Ich hätte es mir echt nicht ganz so umfassend vorgestellt. Ach ja, und eine Sache muss noch dazu gesagt werden. Es kommt natürlich jetzt auch noch überall, wie ich letztens gesagt habe, die Zusammenarbeit mit dem Eric von Fledged Evolution. Das heißt, bei Genauigkeit 35 kommt auch noch die Präzision 35 dazu, die dann aber nicht von mir, sondern von ihm ermittelt wird. Genau das gleiche auch bei 55, 90 und 120. Also, ja, am Ende haben wir dann 23 Kategorien sind es insgesamt bei mir auf dem Kanal. Dann gibt es ja noch vier beim Eric von Fledged Evolution, nämlich die Präzision 35, die Präzision 55, Präzision 90 und Präzision 120. Dementsprechend kommen wir am Ende auf 27 einzelne Kategorien. Und wir sind jetzt gerade mal bei 8. Ne? Also es kommen noch 19 Kategorien für jeden, der jetzt irgendwie da
schnell eine Lösung haben will und schnell seinen Wunschpfeil haben will, da muss ich echt sagen, bitte gedulde dich noch ein bisschen. Ja, ich habe halt einen ganz normalen 40-Stunden-Job. Ich habe eine Freundin, die natürlich auch nicht vernachlässigt werden möchte. Ich habe zwei kleine Katzen. Ich habe einen Haushalt zu pflegen. Also ja, Zeit ist leider ein knappes Gut. Das hier ist nicht mein Job. Das hier ist ein Hobby weiterhin. Ne? Also das, was ich damit verdiene, deckt halt gerade mal so die Kosten. Und das war's. Ja. Wie dem auch sei. Ich hoffe, dieser kleine Vortrag hat dir gefallen und du bist jetzt nicht noch verwirrter, als du es am Anfang schon warst. Ja, ist natürlich jetzt ein riesen, 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 riesen Projekt. Oh, was habe ich gemacht? Da bin ich wieder. So, in dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Geduld und Ausdauer bei diesem Test noch, weil es dauert halt einfach noch ein bisschen. Und aber auch viel Spaß bei den neuen Folgen, die kommen werden. Und wie angedeutet, ich werde auch ab und zu mal was anderes zwischenschieben, damit es nicht zu einseitig auf dieses kleine Feinkaliber wird. Weil wen interessiert, also warum sollte sich jemand, der eine Excalibur hat und Excalibur-Content sehen will, warum würde der sich so ein Video anschauen zu diesem Fall? Das bringt dem gar nichts, ne? Und deswegen, ja. Ich weiß auch, viele von euch haben noch gar nicht irgendwie ein Gerät oder so, sondern sind am Überlegen, kaufe ich eins? Wenn ja, welches? Soll ich noch warten bis zum Interceptor oder nicht einfach mal das altbewährte Stinger-System kaufen? Ich würde jetzt das Stinger raten. Gut, ich bin auch ein absoluter Fan. Für jemanden, der noch Knicks hat, ist das natürlich auch uninteressant. Verstehe ich vollkommen. Und es ist natürlich auch ein trockenes Thema, es ist ein trockener Content. Es ist kaum Action dabei, deswegen, das ist mir bewusst, aber ich denke trotzdem, die Arbeit, die ich mache, lohnt sich unterm Strich für euch. Für mich wahrscheinlich nicht, weil ich verzoff's mir hier gerade mit dem einen oder anderen Hersteller und mit dem einen oder anderen Händler. Und aber das ist mir egal. Was zählt ist, dass du am Ende was gelernt hast und dass du am Ende weißt, welchen Pfeil du nehmen sollst und dass du am Ende zufrieden bist mit dem Pfeil, den du dann gekauft hast. Und dann nicht später sagst, ja, aber der Malte hat gesagt, der Fall ist gut und jetzt treffe ich nichts. Ne? Deswegen ganz schonungslos gibt es hier mein Feedback zu allen Fällen, auch zu diesen hier. Ganz schonungslos. Ne? Man kann mich nicht kaufen. So, und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ja, das war's für heute. Der Falltest ist für diese Woche abgeschlossen. Nächste Woche geht's weiter mit 55 Pfund und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was bei eurer Rechnung rauskommt. Also, wenn ihr da eure Werte eingegeben habt, was dann für ein Pfeil für euch. So, und in dem Sinne verabschiede ich mich. Bis nächste Woche. Ciao.